Und willkommen zu einem neuen Weekly Vlog, willkommen zu einem neuen Jahr. Hey, 2021 wird der Shit. Skirschig, bitte, es muss besser werden. Ihr Lieben, hallo, willkommen zum ersten Vlog in diesem neuen Jahr. Was ist denn da los? Ich wollte dir High Five geben, du hast mich direkt hängen lassen. Ich bin schon direkt im neuen Jahr hängen gelassen worden. So bin ich. Ich bin in der Küche. Wir haben immer noch Silvester. Wir sind da am Anfang, wo der letzte Vlog geendet hat. Ach, klasse, YouTube-Magie. Und ich werde jetzt was backen. Wir machen jetzt hier ein Format im Format. Wir machen jetzt Küchenchaos im Weekly-Vlog. Und ich muss aber erst, ich habe hier so ein bisschen, ihr seht, ein Staubsauger, alles ist hier irgendwie vollgestellt. Und ich wollte gerade Babywäsche waschen und unter anderem, ich habe mir was gekauft. Ich weiß, es ist Lockdown, ich weiß, niemand geht raus. Es ist mir aber egal, ich habe bei Zalando was gesehen, beziehungsweise eine Zuschauerin hat mir was geschickt. Und das ist dieser Cardigan hier. Ich liebe ihn. Ich habe mich letzt bei Instagram in meiner Story beschwert, dass das Baby immer so schöne Klamotten hat und die nicht für Menschen gibt. Und der Kleine hat so einen Cardigan, nämlich in Gelb mit so Noppen, und hat mir eine Zuschauerin den weitergeschickt und meinte, guck mal hier, den gibt es auch für Erwachsene bei Zalando. So, dann habe ich gleich noch eine Babymütze bestellt mit zwei Bommels. Ja, ich weiß, es ist Quatsch, neue Babysachen zu kaufen, aber Kleinigkeiten möchte ich kaufen. Rott, verdammt. So, und jetzt wollte ich backen. Und zwar gibt es aber eine Problematik dabei. Wir haben hier ein Gate. In ganz NRW ist der Hagelzucker ausverkauft. Philipp hat jetzt aus purer Verzweiflung, nachdem er drei Supermärkte abgefahren hat, mir weißen Candice mitgebracht. Das funktioniert aber nicht, denn ich möchte keinen Tee trinken, sondern ich möchte einen Neujahrszopf backen, weil morgen meine Mama zu Besuch kommt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe hier unten so eine Schublade und da sind jede Menge Dinge drin und ich werde jetzt gleich mal auf die Suche gehen, ob ich nicht irgendwo noch in unserem Vorratskämmerchen Hagelzucker finde. Oh, und ich habe noch eine Kleinigkeit gekauft, don't blame me. Der Kleine trinkt ja jetzt öfter Flasche und sabbelt sich dann immer so komplett voll und wir haben ihm jetzt ein Lätzchen gekauft mit Hasenöhrchen drauf. Das ist unglaublich putzig, ich liebe es. Genau, und ich habe mir noch was bestellt. Oh mein Gott, ich habe einen absoluten Gamechanger gefunden in die Internets drin. Ich muss mal gerade die Kamera dafür drehen. Moment. Nee, Moment, ich muss sie kurz zurückdrehen. Ich muss sie mir kurz erklären, weil ich habe ja nachgeburtsbedingt immer noch so ein kleines Bäuchlein dran. Kann ich euch gleich gerne zeigen. Und hatte keine Lust, mir alle Hosen neu zu kaufen, weil ich der festen Überzeugung bin, ich passe irgendwann wieder in meine alten Hosen rein. So, und da ich ja eh immer so lange Schlubbeloberteile trage, dachte ich mir, es ist totaler Quatsch, jetzt Geld für neue Hosen zu investieren, weil ich sowieso keine finde, die passen. Und hab mir für eine schmale Mark Folgendes gekauft. Das hier sind kleine Beutelchen, wo ich meine Tränen reinpacken kann, weil meine Hosen nicht mehr passen. Nein, Spaß. Das sind, die tut man, hier ist ein Loch quasi, da tust du den Knopf von der Hose rein und dann kannst du die Hose erweitern. Und dann machst du das vorne so hier in die Hose rein und dann musst du, dann passt die wieder. Guck mal, und in allen Farben. Ach, klasse. Super. Hat irgendwie 5 Euro gekostet. Heißt irgendwie Hosenerweiterung. Hier habe ich sogar noch Ersatzknöpfe, falls ich noch weniger reinpasse. Und damit werde ich jetzt einfach meine ganzen alten Hosen tragen. Mhm. Wollen wir doch mal sehen, Körper. Ja, übrigens, Bauchupdate. Das ist übrig geblieben. Aber es ist da. Und es ist, ja, von vorne sieht man es noch ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen nur. Es ist ganz, ganz wenig. Aber ich darf ja noch keinen Sport machen, deswegen muss der noch ein bisschen bleiben. Und da der in meine viel zu engen Hosen nicht reinpasst, der Bauch, ja. Ich muss übrigens einen Zollstock finden, hat der Philipp gesagt, weil, ich mach mal ein Licht hier gerade an, Philipp hat ein neues Hobby für sich entdeckt. Und ein Teil davon liegt auch schon hier im Flur. Philipp hat sich eine professionelle Dartscheibe gekauft. Und ich glaube, ich hatte zuletzt den Zollstock im Kindergarten. Im Kinderzimmer. Hat sich eine professionelle Dartscheibe gekauft und hat mir erzählt, dass das Bullseye genau auf Zentimeter Höhe gehängt werden muss. Jetzt braucht er einen Zollstock, um das auszumessen. Ich kann euch gleich diese Dartscheibe zeigen. Ich weiß nicht, wie man so viel Freude am Dartspielen haben kann. Spielt ihr Dart? Ich dachte immer, das wäre so eine Kneipensportart. Pschuh. Ja, ich habe keinen Hagelzucker gefunden. Ich habe einfach keinen. Aber ich habe stattdessen, ich hatte noch so eine Mischung vom Keksebacken, aber von so Streuseln. Ich habe jetzt stattdessen einfach weiße Sterne genommen. Das ist ja auch Zucker im Grunde. Also wir machen halt einfach so einen Hefezopf. Und ich bin richtig faul heute. Ich mache das nämlich mit dem Thermomix. Wir machen dieses Rezept hier, den Hefezopf. Allerdings, der ist nicht vegan. Wir müssen das ein bisschen abwandeln.
Da fängt es halt schon an bei der Milch. Die nehmen wir natürlich nicht. Wir nehmen anstatt Ei-Eiersatz und Sojamilch ist eigentlich... Generell, ich bin eh gefragt worden, ob der Thermomix sich für Veganer lohnt. Finde ich voll, weil man einfach die Sachen aus den Rezepten eins zu eins ersetzen kann. Man kann Sahne einfach mit Sojakuisine ersetzen, Milch mit Sojamilch, logischerweise Ei mit Eiersatz und Fleisch mit Soja-Geschnetzeltem. Also ich finde, der Thermomix lohnt sich. Ich liebe den. Ich finde den toll. Und ja... Dann starten wir mal mit unserem Hefe-Neujahrszopf. Ist das eigentlich auch bei euch auch so eine Tradition? Also in meiner Familie zumindest war es immer so, dass man am Neujahrstag einen Hefezopf gegessen hat. Mama hat immer Neujahrszopf gebacken. Vielleicht machen es alle und deswegen ist der Hagelzucker ausverkauft. Hm, damn you. Ja. So, da wir hier nicht beim Küchenchaos sind, habe ich den Teig schon fertig. Da ist er. Es ist ein wundervoller Hefeteig. Ich habe euch das Rezept tatsächlich mal in die Infobox gepackt. Ich glaube, einen Hefeteig kriegt ihr alle selber hin. Der wird jetzt einmal zugedeckt. Und dann lasse ich den ein oder zwei Stunden auf der Fensterbank über der Heizung gehen. Und dann machen wir weiter. Was machst du da? An die Wand machen. Hast du den Zollstock gefunden? Ja. Mit dem Edding? Ja. Bist du irre? Wieso wurde jetzt hier reingebohrt? Ja. Warum denn? Das ist Dartscheibling. Ich bringe jetzt hier Kneipensport ins Haus, Steuer. Na, ist das so? Möchtest du eventuell ein neuer Dart-Champion werden? Ja, wenn man das Finale gewinnt, immerhin 500.000 Pfund. Wie viel ist das in Euro? 56.000. Och. Ja. Warum machst du da nicht mit? Möchtest du das nicht so als nächste Challenge irgendwie? Klar. Übrigens, so legt man Bettwäsche zusammen. So und nicht anders. Zumindest Bettlaken. Ja, einfach rein. Ja, Philipp hat seine neue alte Leidenschaft fürs Darten entdeckt. Ja. Ich bin maximal gelangweilt, aber solange es dem Mann Spaß macht, soll er das haben. Aber guck mal, wie sich diese kleine Aufhängung freut. Hier sind die Augen. Achso, ja, ich sehe es. Das ist so ein Uwu quasi. Wo ist denn die Dartscheibe? Ich will die mal zeigen. Das ist im Flur. Achso, das ist aber keine Dartscheibe. Ach ja, hier. Philipp hat sich so ein Monstrum an Dartscheibe gekauft. Ich weiß nicht, ob das... ja, warum hast du keine elektronische geholt? Bei Profis spielen nicht mit einer elektronischen, hat er gesagt. Ja, das Ding wiegt ungefähr 800 Kilo und rollt ja schon seit Tagen wie so ein Kutschenrad durch die Bude. Jetzt darf Philipps endlich aufhängen. Ich denke mal, unser Silvester wird daraus bestehen, dass wir Dart spielen, vielleicht auch ein bisschen. Auf jeden Fall machen wir Raclette und du hast Freude. Philipp freut sich sehr. Ich habe gesagt, er kann aufhängen, was er will, solange es nicht im Eingangsbereich hängt oder da, wo ich es permanent Nadine, sehe. Weil wir nicht in der Kneipe sind. Nadine, bitte. Du als meine Frau, ne? Ja. Bist nicht nur stabil, du bist... Stabiler? Und made in Germany. Made in Germany, eine Wasserwaage. Yes, wenn er Spaß dran hat, soll er es machen. Kann ich hören. Ich habe ja auch das Peloton im Schlafzimmer ertragen. Das ist riesig. Kann ich immer noch hören. Dann steht es überall, steht es scheiße. Ich ertrage über deine Pilze, obwohl ich Pilze hasse. Meine Pilze, meine Dekopilze. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich habe überall Dekopilze. Ich kann es sogar beweisen. Hier sind direkt zwei. Moment, guck, da sind schon zwei Dekopilze und da sind auch Dekopilze. Überall sind Dekopilze in diesem Haus versteckt. Das sind wie Easter Eggs. So, ich warte jetzt darauf, dass der Teig fertig geht. Helfe dem Philipp nicht beim Aufhängen der Dartscheibe, weil ich dabei eh nicht helfen kann. Und Philipp bohrt ein bisschen. Ich gehe ein bisschen an den PC und dann sehen wir uns gleich beim Teig wieder. So, der Teig ist nun gegangen. Und zwar Nalamarsch, ordentlich. Schauen Sie, oh mein Gott, ist das ein perfekter Teig. Guckt euch das an, das ist ja mal ungefähr so war mein Bauch nach der Geburt. Ja, den kneten wir jetzt noch einmal auf einer bemehlten Unterlage durch. Ich hole mal gerade Mehl. Wie macht sie das? Wie filmt sie ohne mit der dritten Hand was? Ja, was kann das denn sein? Komm da jetzt raus. Moment, ich brauche einen Siehst hübsch aus mit deinem Haarband. Dankeschön, ich habe die Haare nicht gewaschen, ich muss gleich noch duschen. Aha. Das war eine Mami-Frisur. Der wird jetzt einmal durchgeknetet. Dann wird der gedrittelt und dann wird jedes Drittel nochmal 10 Minuten ruhen gelassen. Häufchen fertig. Mama geht kurz Hände waschen. So, Teigknödelchen sind gegangen. Ich habe die jetzt in nach Hallamarsch in Teigwürstchen von ungefähr 40 cm gerollt. Ja, und jetzt werden die verflochten. Ich muss noch mal gucken. Ich brauche, glaube ich, ein bisschen Wasser. Da kriegt man die nämlich schön mit verzwirbelt. So, und dann flechten wir einfach, wenn ich es denn dann hier schwupp. Den lasse ich jetzt nochmal 20 Minuten abgedeckt gehen und dann geht der auch schon in den vorgeheizten Backofen. 190 Grad Ober-Unterhitze. So,
Der ist doch sehr schön gegangen. Prima, prima. So, der wird jetzt noch bestrichen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Pflanzenmilch mit Puderzucker. Das mische ich jetzt zusammen. Ich glaube, da kann noch ein bisschen Puderzuckerchen rein. Das mache ich zum Beispiel immer gerne, wenn Gebäcke eigentlich mit Ei bestrichen werden, also mit Eigelb. Dann nehme ich das. Das ist nämlich auch sehr, sehr schmackofatzig. Und dann wird der einmal bestrichen damit. Ja, ein bisschen ist er leider aus der Form geraten, macht aber nichts. Und dann habe ich ja hier leider keinen Zucker mehr gehabt. Deswegen kommen jetzt die, die Sternchen. Und die kommen jetzt noch da drauf. Für 25 Minuten, 190 Grad in den Backofen. Okay, ciao. So, es ist der nächste Tag und der Zopf ist fertig. Schauen Sie. Ach, guck mal. Ist der nicht klasse geworden? Ich wollte ihn euch, oh, ich muss mich einmal drehen, noch zeigen, bevor wir ihn anschneiden. Wir besuchen sie nämlich gerade da. Und Rezept in der Infobox, wie gesagt. Und ja, den schneiden wir jetzt an. Dann trinken wir Kaffee. Und dann wird das voll geil. Der ist voll fluffig. Love it! So, wir schneiden an und er ist super fluffig. Lieb's. Ach, klasse, guck mal. Richtig geilo. Super Bock, den zu essen. Moment. Ich habe Angst, mir die Finger zu schneiden. Ja, guck mal. Ah, boah, der den, sieht ja mega aus. Der schmeckt fantastisch, wirklich. Ja? Das sage ich nicht nur, weil du ein Messer in der Hand hast. Sehr cool. Oh. So, ich schneide mal ein paar Scheibchen hier an und dann wird der verschnubbelt. Wie schön das aussieht. Wo steht dein Name? Ja, das ist mein Haus. Jetzt seht ihr das mal. Lol, sogar das, richtig geschrieben. Das gehört mir. Das nehme ich gleich mit und montiere es ab und dann tun wir es übers Bett. Das, ist, das da hinten ist der Kölner Fernsehturm, ne? Ja, ja. Gut. Ich kann bis nach Köln gucken. Klasse. Hallo. Na, willkommen an diesem Samstag. Was sind denn eigentlich für Tage? Bibi wird. Papa und Mama machen einen Ausflug. Wir haben heute ein bisschen ein kleines Zeitfenster. Wir sind nach Solingen gefahren. Ist Solingen Siegburg? Wo sind wir hier? Solingen. Solingen. Das ist aber die Burg. Ach genau, so rum. Solingen, Schloss, Burg. Und ich habe mir einen Kaffee mitgenommen. Oh, voll großartig. Man kann hier, habe ich jetzt hier Kaffee? Nein, nee. Ne? Man kann Waffeln to go hier sich mitholen. Das ist voll geil. Und ich bin gerade schon ein bisschen bergauf gelaufen mit 5 Kilo Zusatzgepäck. Aber ich will mich ja an einem Workout ein bisschen, also ich möchte ein bisschen Sport machen. Ich habe ja letzte Woche gefragt und gesagt, so wie sieht es eigentlich aus? Und wir haben tatsächlich einige von euch bei Instagram geschrieben und haben gesagt, yo, kannst du machen. Nur nicht die geraden Bauchmuskeln trainieren, das mache ich nicht. Ich trainiere jetzt Beine und Po. Und ja, wir sind ein bisschen unterwegs. Was schade ist, ist, dass der Innenhof zu ist. Aber da ist der Innenhof. Der ist zu. Schade, Marmelade. Aber wir laufen jetzt ein bisschen drumherum und da müssen wir gleich schon wieder heimfahren, damit Baby pünktlich sein Nom-Nom bekommt. Und pro Stunde 1,80 nur Bargeld. Verdammt. Ja, der Parkplatz ist echt teuer. Wir sind so bargeldlose Opfer. Zahlt sich irgendwie so 1,80 die Stunde. Jede angefangene Stunde. Jede angefangene Stunde und ich habe nur 3 Euro dabei. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir... Oh ja, oh, scheiße, die Stunde ist wahr. Oh, ja. Voll schön. Komm, wir gehen noch ein Stück. Da oben. Nadine, wink mal für die Oma. Ich habe gerade schon gesagt, jetzt sind wir eins von den Pärchen geworden, die mit ihrem Baby am Wochenende einfach nur spazieren gehen und ziellos in der Gegend herumirren. Und ich hätte so gerne die Geschäfte offen. Ich liebe alles, was es hier gibt. Oh, hier gibt es so Blechherzchen und Blechvögelchen und eine sehr schmutzige Scheibe. Sollt mal wieder rein. Wink mal. Ey, Scheibe. Irgendwie Scheibe. Nein, ich sehe da drin viele, viele nutzlose kleine Dinge. Und kleine Elfen. Oh, kleine Elfen? Ja, hier. Das ist eine kleine Elfe. Das ist eine kleine Physalis-Elfe. Oh. Das sieht aus, als wenn die... Das sieht nicht schön aus. Ich weiß nicht, ob eine Physalis so... Aber guck mal hier, die sind schön. Ah, oh, guck mal. Aber auch das ist irgendwie von der... Also, sind das meine Gedanken? Liegt das an mir? Ich verstehe nicht. Ich finde die süß. Ja, aber guck mal, die sieht aus, als wenn die eine richtig unangenehme Erkrankung am Po hätte. Hintenrum hätte. Ja. Und die sieht aus, als wenn da irgendwas dringend mal behandelt werden müsste. Weiß ich nicht. Und die ist eine Artischocke. Ja, guck mal. Aber das ist süß. Ja, vegane Elfen sind das. Ja, aber es ist voll, deswegen Obstelfen, Gemüseelfen. Was ist das, Artischocke? Gemüse. Ich bin verwirrt. Strauch. Ich bin müde. Das, da sind voll schöne Sachen drin, finde ich. Meiner Mutter würde es auch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin müde. Es wird ja immer wieder angemerkt. Ich muss, ach, hier wachsen sogar Lampionenblumen. Voll geilo. Syphilis heißen die, ne? Ja, es ist die Syphilis. Die bekannte Syphilis. Nein, ich möchte ganz kurz einen Real Talk machen. 2 Sekunden. Können wir bitte aufhören, mir zu schreiben, dass ich müde aussehe? Ich weiß, dass ich müde aussehe, weil ich müde bin. Weil das Baby keinen 8-Stunden-Schlaf hat. Und
Ich fände es schön, wenn wir das nicht unter jedem Foto posten müssen, auf dem ich ungeschminkt bin. Und ich habe tiefe Augenränder, auch das weiß ich. Das liegt aber auch einfach daran, weil ich immer noch an dieser Anämie zu knabbern habe, die ich nach der Geburt hatte. Bitte nicht das machen. Ich fühle mich da sehr furchtbar mit. Ich habe gestern ein Foto gepostet auf Instagram und dann wurde drunter diskutiert, wie unglaublich müde ich auf dem aussehe. Weil ich habe eins Anfang 2020 und eins Ende 2020 gepostet. Und natürlich sehe ich auf dem Ende 2020 Bild ein bisschen gefraggelt aus. Aber mich verletzt das ein bisschen. Können wir das bitte lassen? Ich fühle mich da schlecht mit. Ich möchte nicht, dass man mir sagt, dass ich müde aussehe. Ich weiß, dass ich müde aussehe. Aber es hat einen guten Grund. Der schläft nämlich, wenn ich wach bin. Schlaf, wenn das Kind auch schläft. Ach, klasse. Siehst schon viel wacher aus, Nadine. Total. Komm, wir dödeln noch ein bisschen. Ja. Fischstreusel-Zwieback oder Fischstreusel-Zwieback, das ist die bergische Zwiebackmanufaktur. Da ist auch Stracciatella-Zwieback. Oder Aronia-Zwieback. Weiß gar nicht, was das ist. Viva Aronia oder so heißt das Lied, ne? Guck mal hier. Guck mal hier. Eine Brezel. Das ist Brezel. Das ist mein Lieblingsgebäck. Es ist schade, dass die Butzen halt zu haben. Ja, das ist echt schade. Aber das ist geil. Ich will auch so einen Türknauf. Falls wir mal ein Haus haben, unser eigenes, machen wir auch einen Brezeltürknauf. Also, falls ich mir ein Haus baue, mache ich mir einen Brezeltürknauf. Boah, aber einen echten. Nee, einfach so eine echte Brezel. Ja, wenn die lange genug trocken ist. Wenn die lange genug trocken ist, dann ist die hart genug für einen Türknauf. Auf jeden Fall. Voll schade. Aber sieht schön aus. Waffel, ne? Und Glühwein. Und Glühwein. Oh, ich hab so einen Bock auf Glühwein. Da gibt's Glühwein. Schön. Die haben auch so schöne Farben. Mal angucken. Stricken. Ich würde so gerne mal wieder stricken, ne? Du bist noch ein Geldautomaten. Ich glaube, schon wieder eine neue Stunde. Scheiße. Wir sind immer auf der Suche nach dem Geldautomaten. Ich glaube, da stehen Schuhe irgendwo. Ja, da gehen wir jetzt mal gucken. Sag mal was. Nadine, wir müssen das Geld sparen. Jetzt kommen wir nicht über den Parkplatz runter. Nee, stimmt. Sag mal was. Die hätte mir eh nichts Neues erzählt. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Seufz, schluchz. Baby ist wach und satt und glücklich und liegt hier gerade noch auf meinem Schoß. Und wir machen jetzt noch Abendessen und dann lassen wir den Tag so ein bisschen ausklingen. Vielleicht nehmen wir jetzt gleich noch einen Podcast auf. Also falls wir einen Podcast aufgenommen haben, dann Link in der Infobox zu unserem Podcast. Wir versuchen es ja aktuell regelmäßig. Es ist mit Baby nicht einfach. Ja, was denn? Es ist mit Baby nicht einfach. Moment, ich muss ein Händchen festhalten. Ja, könnt ihr gerne mal auschecken generell. Also wir versuchen regelmäßig zu sein. Jetzt, es ist natürlich nicht immer einfach. Ja, und bei uns gibt's heute ganz klassisch Knödel, Rotkohl und veganes Schnitzel. Und dann haben wir noch, dann machen wir zu viele Knödel, dann gibt's morgen Knödelauflauf. Du bist ein veganes Schnitzel. Ich zeige euch den Knödelauflauf morgen mal. Der ist nämlich super lecker. Also falls ihr zu viele Knödel macht, ist das immer eine geile Alternative. Da ist ein veganes Schnitzel. So. Akku leer. Hunde glücklich. Ich war nämlich auch noch draußen gerade. Ich bin mit denen eine Runde laufen gegangen und ich werde nun benötigt. Das Kind ist wach. Tschüss.